Der TT steht wie kein anderes Auto für die Designsprache der Ingolstädter. Nun kommt die dritte Generation des kleinen Sportwagens. Ein guter Zeitpunkt, sich mal intensiver mit dem Design dieses Autos zu beschäftigen. Bereits die erste TT-Generation wurde innerhalb kürzester Zeit zur Design-Ikone. Dass sich das bis heute nicht geändert hat, liegt darin, wie die Karosserieform den Betrachter schon beim ersten Blick in den Bann zieht. Sie steht zuallererst für Sportlichkeit, soll aber auch zeigen, dass der TT Joy of Use, also Spaß am Nutzen, bietet. Und so werden Begehrlichkeiten geweckt, dieses Auto genauer zu betrachten und es letzten Endes natürlich fahren zu wollen. Für die Designer war es wichtig, dass sie der Ikone ein maskulines, sportliches Image geben, ohne dass das Auto grobschlächtig wirkt. Dass der TT ein echter Sportwagen ist, zeigt sich darin, dass er die Audi-Ringe auf der Motorhaube tragen darf. Das ist ansonsten ausschließlich den R-Fahrzeugen wie dem R8 vorbehalten. Die Frontscheinwerfer sind so gezeichnet worden, dass sie Erinnerungen an den Le Mans-Sieger R18 wecken. Bleiben wir bei der Beleuchtung. Die Rückleuchten sollen Dynamik und Wiedererkennungswert ausstrahlen. Deshalb haben sie ein unverwechselbares, dreidimensionales Design bekommen. Ein Wiedererkennungsmerkmal sämtlicher TT-Generationen ist der Tankdeckel. Er ist inzwischen selbst zur Ikone geworden. Während die Designer bei der ersten Generation noch die Kreisform interpretiert haben, war es beim Nachfolger die Welle. Dieses zeigt sich in der Dachform sowie den Bögen an Front und Heck. Beim TT der neuesten Generation lag die komplexere 3D-Facette zugrunde. Aber auch im Cockpit zeigt sich der Anspruch der Designer, ein ganz spezielles Auto auf die Räder zu stellen. Das minimalistische Armaturenbrett hat nicht nur die Aufgabe, einen leichteren, luftigen Eindruck zu vermitteln. Es minimiert zum einen die Blickabwendung des Fahrers, weil er nicht mehr so viele Anzeigen kontrollieren muss. Zum anderen ist dieses Armaturenbrett ein Beitrag zur Gewichtsreduktion. Und das war bei der Entwicklung ein wichtiger Punkt im Lastenheft des TT. Von seiner Grundform soll die Instrumententafel übrigens an die Tragfläche eines Flugzeugs erinnern. Das Flugzeugthema wird auch bei den runden Luftausströmern wieder aufgegriffen. Sie symbolisieren die Triebwerke. Die Bedienung der Klimaanlage gibt es in ihrer gewohnten Form auch nicht mehr. Diese ist nun mittig in den Luftausströmern zu finden. Und wer dieses intuitive System einmal bedient hat, fragt sich, warum noch niemand diese Idee früher hatte. Mit vielen, zum Teil kleinen Ideen haben die Designer der neuen TT-Generation einen unverwechselbaren optischen Auftritt mit auf den Weg gegeben. Sein Design ist von Beginn an Kaufgrund Nummer 1 gewesen. Und das sollte sich beim neuen TT nicht ändern. Er symbolisiert heute mehr denn je, dass er eine echte Fahrmaschine ist. Durch die vielen optischen Ideen wirkt er verglichen mit seinem direkten Vorgänger wesentlich größer. Dabei ist der neue TT in der Länge 1 mm kürzer und in der Breite sogar 10 mm geschrumpft. Die Höhe hat sich nicht verändert. Stehen beide Autos nicht direkt nebeneinander, hat man den Eindruck, dass der neue TT auf jeden Fall wesentlich breiter sein muss. Keine Sorge, er findet wieder in der Garage Platz. Für seine Besitzer ist das übrigens nicht nur ein Abstellplatz, sondern ein besonderer Ort, um sich alleine und in aller Ruhe immer wieder die Design-Ikone aus Ingolstadt genauer anzuschauen und sich über den Besitz dieses Autos zu freuen, das zusammen mit Ikonen wie dem VW Käfer oder dem Porsche 911 den Einzug in die automobilen Geschichtsbücher bereits gefunden hat.